Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Ich bin Anton Graf und heute geht es um das Thema, worauf muss ich bei einem Autokauf achten. Dafür haben wir hier einen BMW 530 Diesel Kombi E61 aus dem Baujahr 2004 mit 218 PS. Sicher kennt ihr die Situation, ihr möchtet ein neues Fahrzeug kaufen bzw. ein gebrauchtes. Habt ihr jetzt was gefunden, was euch gefällt, vernünftige Ausstattung, die Bilder sehen super aus. Und sicherlich auch ein vernünftiger Preis. Aber damit so ein Fahrzeug letztendlich nicht zum Groschengrab wird, damit ihr nicht immer investiert und investiert für bestimmte Sachen, werden wir in dem Video euch erklären, worauf ihr achten sollt. Wir haben jeden Tag die gleichen Probleme, da wir uns nur mit Mercedes und BMW beschäftigen. Wir sehen immer das Gleiche und damit letztendlich ihr wisst, worauf ihr achten sollt bei so einem Autokauf, dafür ist dieses Video. Und zwar fangen wir mal bei dem hinteren Bereich an. Und zwar, wir haben hier einen BMW Kombi, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Und bei der E60 Reihe gibt es im Heckbereich letztendlich drei Probleme. Das eine Problem, vor allem wenn wir ein Panoramadach haben, laufen von dem Panoramadach die Regenabflüsse hier rein. Ne? Häufig verstopfen diese Regenabflüsse und die ganze Soße, das ganze Wasser läuft in den Kofferraum. Ne? Was ist in dem Kofferraum, was ganz schlau ist? Das sind mindestens 4-5 Steuergeräte und die letztendlich nicht ganz günstig sind. Diese Steuergeräte laufen voll Wasser und müssen letztendlich ausgetauscht werden. Deswegen, wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, am besten gleich mit dem Auto Kofferraum öffnen, mal gucken, ist da irgendeine Feuchtigkeit, ist da, wo die Batterie ist, letztendlich voll Wasser oder nicht. Am besten ist Waschanlage mal rein, gucken, mal laufen, sozusagen einmal waschen lassen und gucken, ob da letztendlich reinregnet oder halt nicht. Zweites Problem bei den E61 Kombis ist die Heckklappe. Und zwar die Heckklappe, die Verkabelung für die Heckklappe verläuft im Endeffekt hier. Genauso wie hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Heckklappe jedes Mal auf und zu machen, irgendwann bricht die Verkabelung. Ne? Das heißt, was ist das für eine Verkabelung? Das ist die Verkabelung für die Beleuchtung der Heckklappe und noch viel wichtiger für die Zentralverriegelung. Das heißt, wenn bei einem Fahrzeug die Zentralverriegelung nicht vernünftig funktioniert, lasst euch da nicht verarschen und erzählen, die Batterien sind leer. Meistens, wenn das ein Kombi ist, ist das letztendlich diese Verkabelung. Und das ist halt nicht günstig. Das heißt, ihr müsst rechnen, sowas kostet um die 700 Euro an Reparaturkosten. Deswegen achtet drauf. Genauso, dritte Sache, was ganz wichtig ist, ihr müsst darauf achten, ob die ganze Beleuchtung funktioniert. Weil wenn irgendeine Beleuchtung, wie hier zum Beispiel, nicht vernünftig funktioniert oder ihr habt zum Beispiel schlechten Radioempfang, weil die Radioantenne ist ebenfalls hier, dann ist das ein Hinweis, dass letztendlich entweder durch diese Verkabelung mal kaputt war und ein Kanal für die Lichtgeschichte gesperrt wurde. Denn bei BMW ist das so, wenn ihr zum Beispiel eine Lichtfehlermeldung mehrmals, sagen wir mal über 50 Mal aktiv gewesen, das heißt zum Beispiel meine Kennzeichenbeleuchtung war defekt, ne, weil jetzt zum Beispiel ein Kabel war mal gebrochen, wurde halt repariert und so weiter und so fort. Und er zeigt das 50 Mal, die ist sozusagen kaputt gewesen. Dann sperrt das BMW Lichtsteuergerät den Kanal. Dann könnt ihr Lampe tauschen, so viel ihr wollt. Ihr könnt auch die Kabellage wieder in Stand setzen. Dann ist der Kanal gesperrt. Was macht BMW? BMW tauscht gleich das ganze Lichtmodul, kostet 500 bis 600 Euro, muss nicht sein. Nur bedenkt das, wenn ihr so ein Fahrzeug habt, lasst euch da nichts aufquatschen, achtet drauf. Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Wir können sowas natürlich aktivieren, den Kanal, aber ihr könnt ja nicht aus der ganzen Europa zu uns kommen, deswegen passt drauf auf. So, wir arbeiten uns ein bisschen weiter nach vorne. Was haben wir hier? Wir haben in dem Bereich haben wir Luftfahrwerk. Ne? Die ganzen Kombis, die haben alle Luftfahrwerk. Wenn ihr zum Beispiel kommt, das Fahrzeug ist, sind die beiden Seiten nicht identisch gleich. Ne? Das heißt, die eine Seite oder die andere ist tiefer als zum Beispiel vorne. Das ist nicht, weil das Auto irgendwie schlecht geladen wurde oder wie auch immer. Nein, die Schläuche werden undicht. Der Kompressor geht kaputt. Der Kompressor ist sehr teuer. Ne? Das heißt, müsst ihr darauf achten, funktioniert das Luftfahrwerk? Setzt euch mal rein. Ne? Versucht mal den Kofferraum ein bisschen zu beladen und guckt, ob das Niveau immer gleich ist. Wenn nicht, das kann immer sehr teuer werden. Die Ballons, die sozusagen, die Druckspeicher sind nicht günstig, die Schläuche sind auch nicht günstig und vor allem der Kompressor ist ziemlich teuer. Kommen wir arbeiten, ihr seht langsam voran, kommen wir jetzt zum Differential. Ihr müsst darauf achten, BMW zum Beispiel sagt, Differential, Öl braucht ihr gar nicht wechseln. Könnt ihr lassen, kauft lieber ein neues Differential bei uns. Wir empfehlen dem Kunden,
alle 100.000 Differentialöl zu wechseln. Das heißt, ein Differential hat nicht viel Öl, das sind vielleicht 2,5 Liter, das ist, kostet nicht die Welt. Aber ein Differential selber ist ziemlich teuer. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel so ein Fahrzeug kauft, ne, wie so ein Auto hier, da über 200.000 gelaufen, dann müsst ihr damit rechnen oder fragen, ob Differentialöl mal getauscht wurde. Oder damit rechnen, wenn ihr so ein Auto kauft, dass ihr Differentialöl tauschen müsst. Kommen wir aufs Getriebe. Wenn ihr so ein Auto kauft, müsst ihr am besten das Auto mal hochheben. Ne? Das Getriebe ist ziemlich gut versteckt. Das heißt, wir haben eine riesige Abdeckung und der Nachteil der Abdeckung, die zieht letztendlich Öl. Das heißt, wenn zum Beispiel Getriebe undicht ist, ne, seht ihr das unten unter dem Auto gar nicht, weil die Abdeckung ist, kann man sagen, fast 2 Meter lang, 1 Meter breit und wenn das Getriebe Öl verliert, saugt das letztendlich die Abdeckung alles an, ihr merkt das. Deswegen, wenn ihr so ein Auto kauft und nicht auf die Fresse fliegen wollt, packt das Auto auf die Bühne, macht die Abdeckung ab und guckt euch das Getriebe an. Und zwar, normalerweise, wir empfehlen den Leuten alle 100.000 eine Getriebespülung zu machen. Ne? So, das heißt, wenn ihr zum Beispiel so ein Auto kauft mit 200.000 und das Getriebe 200.000 das gleiche Öl durch die Gegend gefahren ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Getriebe nicht mehr lange hält. Ne? Anhand der Lernwerte vom Getriebe kann man ermitteln, in welchem Zustand das Getriebe ist. Denn die Lernwerte lassen sozusagen darauf schließen. Ist das Getriebe fast von kaputt gehen oder ist das letztendlich noch in Ordnung? Wie kann man das sehen? Mit einem BMW-Tester. Wenn man die Werte, die man da letztendlich auch deuten kann, wie können das deuten, ob das jemand anders kann, muss man letztendlich sehen, aber man muss gucken, ob die Werte in Ordnung sind. Und wenn ihr das Auto auf die Bühne genommen habt, müsst ihr folgendes mal schauen. Ist die Ölwanne, ist sie dicht oder ist sie undicht? Wenn die Ölwanne undicht ist, dann sollte man die Ölwanne letztendlich, dann sollte man wissen, das Auto kann eine längere Zeit mit zu wenig Öl durch die Gegend gefahren sein. Ne? Und wenn da zu wenig Öl in der Ölwanne ist, kann sowas aktiv kaputt gehen. Außerdem müsst ihr mal schauen, BMW hat die Krankheit, und zwar wir haben einen Elektrostecker, das heißt im Getriebe ist das Steuergerät und das Fahrzeug hat letztendlich, der Kabel vom Fahrzeug geht ins Getriebe. Da wo der Stecker ins Getriebe reingeht, haben wir eine Gummidichtung. Diese Gummidichtung geht irgendwann kaputt, einfach deswegen, weil das Getriebe sich abkühlt, erwärmt, so. Deswegen, irgendwann ist das Getriebe auch undicht und der Stecker selber wird letztendlich irgendwann undicht und verliert Öl. Das Öl tropft letztendlich runter, das heißt, das Getriebe kann zu wenig Öl haben oder der Stecker selber kann voll Öl sein und entsprechend auch Probleme mit dem Getriebe machen. Wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, ne, wie das hier, mit großem Navi und so weiter und so fort, müsst ihr bedenken, die ersten Baureihen wie das hier, zwischen 2003 und 2006, hatten die erste Generation von dem CCC-Navi oder letztendlich von dem Business-Navi oder von dem Professional-Navi. Diese Navis hier sind nicht so ganz robust, das heißt, die gehen sehr oft kaputt, weil die überhitzen. Das heißt, der Lüfter, der da ist, der ist einfach zu klein und deswegen werden die Dinger irgendwann zu warm und gehen kaputt. Deswegen, wenn ihr so ein Auto habt, und das Navi geht mal aus, geht mal an, ne? Lasst euch da auch nicht irgendwie was aufschwatzen, dann ist der Rechner mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kaputt. Ne? Und die Rechner sind nicht ganz günstig, die kosten fast 1000 Euro. Was auch eine Ursache sein kann, zum Beispiel von dieser Problematik, ist die das Bluetooth-Steuergerät. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel so ein Fahrzeug kommt und der soll eigentlich Bluetooth schon haben, funktioniert aber irgendwie nicht, ne? Dann solltet ihr wissen, die Fahrzeuge oder diese ersten Modellreihen haben auch ganz, ganz viele Schwierigkeiten mit dem Bluetooth-Steuergerät. Und dieses Bluetooth-Steuergerät fällt einfach irgendwann aus. Ne? Und durch dieses Ausfallen, wenn ihr zum Beispiel einen Verstärker habt bei dem Fahrzeug, habt ihr letztendlich Geknatter im Ton oder der Ton ist dann komplett letztendlich weg. So, wir arbeiten uns langsam zu dem teuersten, was letztendlich an dem Fahrzeug gibt und wo die größten Probleme sind. Aber kommen wir nochmal zur Beleuchtung zu sprechen. Genauso wie hinten kann es auch sein, dass zum Beispiel irgendeine Lampe nicht leuchtet. Das heißt ein Ring, weil da irgendwie LEDs mal verbaut gewesen sind. Lasst euch da auch nicht irgendwie erzählen, ja, wenn da eine neue LED reinkommt, dann ist alles wieder in Ordnung. Weil es kann oder es ist häufig auch der Fall, dass die LED, die hier verbaut wurde, so ein Zubehörmüll, dass letztendlich der Kanal gesperrt wurde und das Steuergerät für teures Geld getauscht werden muss oder dass ihr für die Freischaltung des Kanals bezahlen müsst. Ne? Kommen wir jetzt aber zu dem Motor. Worauf muss ich denn achten, wenn ich so ein Fahrzeug kaufe? Viele sagen, ja, ganz ehrlich, der 530 Diesel, bester Motor, das Ding ist unkaputtbar. Ja, der Motor ist nicht schlecht, muss man sagen, aber jeder Motor ist nicht schlecht. Ob BMW oder Mercedes oder Audi oder VW. Man muss den Motor aber vernünftig behandeln. Deswegen, worauf solltet ihr achten, wenn ihr so ein Auto kauft? Was ist bei dem Motor das Wichtigste?
Worauf ihr als erstes achten sollt, wie oft oder wie häufig wurde Motoröl gewechselt. Wenn ihr ein Fahrzeug kauft, was um die 200.000 gelaufen hat, ne, und dass jede 30.000 Ölwechsel gemacht wurde, das ist einfach viel, viel zu selten. Das heißt, wenn ihr ein Auto habt, was über 100.000 gelaufen hat, dann sollte der Ölwechsel spätestens alle 15.000 gemacht worden sein. Denn wenn es nicht gemacht wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Turbo nicht mehr wirklich ideal ist, ist sehr hoch. Ne? Wenn ihr so ein Fahrzeug jetzt eigentlich euch anschaut, guckt am besten an und lasst prüfen, wie voll ist der Partikelfilter beladen. Guckt nicht einfach auf den Display, weil das Display sagt einfach, es ist nur ein Hinweis. Der Display hat einfach eine Serviceanzeige. Die kann man einfach zurücksetzen mit den verschiedenen Testern und das hat keine Aussagekraft auf die Beladung von dem Partikelfilter. Das heißt, auf dem Bordcomputer kann sein, der Partikelfilter ist noch für 200.000 gut, aber in echt kann er auch komplett wieder im Arsch sein. Deswegen müsst ihr achten. Lasst das Ding prüfen, guckt, ob da irgendwas gemacht wurde. Am besten zu jemandem hinfahren, der mit dem BMW-Tester gucken kann, wie voll ist der Partikelfilter. Der Partikelfilter ist sehr teuer. Der Partikelfilter kostet ungefähr neuer ungefähr 1,6. Problem ist nur, wenn der Partikelfilter zu lange voll gewesen ist oder voll ist, kann dadurch auch der Turbo in Mitleidenschaft gezogen worden sein und entsprechend muss der auch in Stand gesetzt werden und das ist dann so kann halt ein Schnäppchen auch sehr teuer werden. Zweite Sache ist Injektoren. Lasst die Injektoren prüfen. Wenn ihr so ein Auto habt wie das Ding und das hat 6 Injektoren, lasst gucken die Laufruhelegung von Injektoren. Guckt, wie das Auto startet, ob er sofort startet, ob die Rücklaufmenge in Ordnung ist. Merkt ihr da. Wenn ihr das Auto lange wackelt, bis er startet, ist entweder die Batterie nicht mehr die beste oder die Injektoren. Ne? Das heißt, lasst das prüfen, weil Injektor kostet pro Stück um die 400 Euro. Das kann halt sehr teuer werden bei 6 Stück. Andere Geschichte, ihr müsst mal hier runter gucken. Und zwar hier ist die Ansaugbrücke unter dem Deckel. Am besten, ihr nehmt den ab, ihr habt hier 6 Schrauben, den nehmt ihr ab, dann guckt mal rein, ob das nicht alles verölt ist. Wenn das alles verölt ist, heißt das letztendlich, dass die Kurbelgehäuselüftung nicht getauscht wurde, ne? Also eine längere Zeit über. Das heißt, im Motor hat sich letztendlich ein Überdruck angestaut und hat die schwächste Stelle gesucht. Die schwächste Stelle ist die Ansaugbrücke. Das heißt, wenn das alles da voll Öl ist, müsst ihr daran rechnen, dass ihr das machen müsst. Die Ansaugbrücke abbauen, das ist nicht ganz einfach. Die Dichtungen müssen neu, ihr müsst schauen, wann wurden oder wurden bei dem Fahrzeug überhaupt Glühkerzen und Glühsteuer getauscht. Das ist auch nicht ganz günstig. Ne? Normalerweise werden Glühkerzen ab 120.000 gewechselt. Ne? Deswegen, das müsst ihr alles mit bedenken. Das heißt, am besten mal hier reingucken, ob das alles voll Öl ist oder halt nicht. In dem Bereich befinden sich der Turbolader. Das heißt, wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, nimmt eine Lampe mit, leuchtet mal rein, guckt da, wo der Turbo sich befindet, ob es schwarz ist, ob es rußt. Hier ist der Ladedruckschlauch. Ne? Guckt, ob der voll Öl ist. Wenn er voll Öl ist, das ist schlecht. Das bedeutet, der Turbo schmeißt Öl. Das heißt, weil in dem Schlauch sollte kaum Öl sein. Genauso könnt ihr hier reingucken, wo das Öl in die oder wo der Ladedruckschlauch in die Ansaugbrücke reingeht. Einfach mal den Schlauch abnehmen und mal reingucken, dass es verölt ist. Wenn das verölt ist, heißt das letztendlich, dass der Turbo Öl schmeißt. Ist nicht so gut. Ne? Ursache kann sein, letztendlich voller Partikelfilter, kann sein, Turbo letztendlich hat Spiel, schmeißt Öl, kann auch sein, Kurbelgehäuselüftung ist voll. Ne? Abgesehen davon müsst ihr mal hier reingucken, wo der Krümmer ist. Ne? Der Krümmer reißt ganz, ganz gerne bei BMW. Warum? Die haben letztendlich jetzt einen Gusskrümmer genommen. Früher war das letztendlich ein anderer Krümmer, bei E39, das Ding ist nie gerissen, war unkaputtbar. Mittlerweile verbaut BMW bei diesen Autos einen Gusskrümmer und dieser Krümmer, der reißt ganz, ganz gerne. Nur um den zu tauschen, ist halt eine Katastrophe. Das ist wirklich sehr viel Arbeit und so ein Krümmer ist halt sehr, sehr teuer. Deswegen achtet drauf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Auto mal startet, guckt, ob ihr nicht Abgasgeruch im Innenraum habt, weil das lässt darauf hinweisen, dass der Krümmer undicht ist oder leuchtet hier rein. Das solltet ihr normalerweise dann gleich sehen. Ja, ich hoffe, das Video war interessant. Wir empfehlen oder ich empfehle euch, wenn ihr Freunde habt, Nachbarn und die ihr gerne habt, teilt das Video, empfehlt ihnen das, dass sie bei dem nächsten Autokauf da auch kein vermeintliches Stämmchen letztendlich sich da zum Groschengrab herausstellt. Könnt gerne unseren Kanal abonnieren. Ich habe bestimmt ganz viele Sachen in dem Video vergessen, aber es werden ganz, ganz viele andere Videos kommen für die jeweiligen Baureihen, für die verschiedenen Motoren, was ihr achten müsst, ob das jetzt 530 ist, 525 und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.